Hallo, Freunde der Werkstatt. Habt ihr auch noch ganz viele von diesen Schaltnetzteilen drum liegen? Werft die ja nicht weg. Ich zeige euch, was ihr damit machen könnt. Ich wollte heute aus diesem 60 Volt Akku, E-Bike Akku, den ich mir mal gebaut habe, wollte ich für einen Test 12 Volt rausziehen. Und dann habe ich mal in meiner Kiste geschaut, habe ich irgendein Step-Down-Modul, das eine solch hohe Spannung verträgt. Natürlich hatte ich keins. Die meisten sind bis 35 oder 40 Volt ausgelegt, aber ich möchte ja aus 60 Volt runter auf 12 Volt. Und da hatte ich eine Idee. Ich habe mal meine alten Laptop-Ladegeräte, Schaltnetzteile hervorgeholt und mal schnell geschaut, was können die eigentlich. Und da ist mir etwas Interessantes aufgefallen. Jetzt schaut mal, zum Beispiel dieser hier. Eingangsspannung 100 bis 240 Volt, aber das ist Wechselstrom. Und Ausgangsspannung 12 Volt, 2,5 Ampere, aber Gleichstrom. Jetzt schauen wir doch mal, was passiert, wenn ich dem im Input Gleichstrom anstatt Wechselstrom gebe. Ich habe hier eine 12 Volt Glühbirne. Die schließe ich mal an diesem Schaltnetzteil an. Ich schließe nun direkt den Eingang mit meinen Klemmen an. Ich habe noch mein Multimeter hier angeschlossen, damit wir sehen, was die Ausgangsspannung ist. Jetzt fahren wir da mal hoch. 20 Volt, 30 Volt, 40 Volt. Oh, 40 Volt hat er eingeschaltet. Hinten kommen 11,5 Volt raus. Ich gehe da mal noch ein bisschen hoch. 50 Volt. Ausgangsspannung stabil. Gehe auf 65 Volt. Stabil. Jetzt schauen wir noch schnell, wenn wir die Polarität ändern. Ihr seht hier minus 11,5 Volt. Stecke das mal um. Funktioniert das auch so oder gibt es einen Kurzschluss? Das funktioniert genau gleich. Wieder minus 11,5 Volt. Also wenn ich die tauschen würde, dann würde plus 11,5 Volt stehen. Aber wie ihr seht, es spielt keine Rolle, ob ich Plus und Minus vertausche. Also ziemlich sicher das Netzteil. Was auch noch gut ist an diesen Schaltnetzteilen, die sind isoliert, das heißt Eingang und Ausgang sind voneinander getrennt. So normale Buck-Konverter, die sind nicht getrennt voneinander, das heißt Eingang und Ausgang ist miteinander verbunden. Seht ihr? Jetzt probieren wir mal dieses Schaltnetzteil aus. Eingang auch wieder Wechselstrom, Ausgang, Gleichstrom, 12 Volt, 3 Ampere, 36 Watt. Schauen wir mal, was da passiert, wenn wir dem Gleichstrom drauf geben. Ich gehe da mit der Spannung wieder runter. Schließe das an. Jetzt gehen wir da hoch. 30 Volt, 40 Volt. 50 Volt. Ja, so ungefähr bei 50 Volt hat er sich eingeschaltet. Ausgangsspannung 12,28 Volt. Polarität muss ich tauschen. Mal schauen, was dann passiert. Verträgt er das auch? Nein, doch. Hat auch eingeschaltet, 12,28 stabil,
funktioniert auch. Schauen wir uns das nächste Netzteil an. Eingangsspannung 100 bis 240 Volt, Ausgangsspannung 19 Volt, 3,4 Ampere. Das teste ich jetzt mit meiner elektronischen Last, weil da 19,5 Volt rauskommen. Ich schließe hier auch wieder mein Plus und Minus an. Wir gehen da hoch. 30 Volt, noch nichts. 40 Volt. 45 Volt. 19,48 Volt kommen da raus. Ab 45 Volt Eingangsspannung schaltet der sich ein. 19,48 Volt Ausgangsspannung. Jetzt geben wir dem mal 2 Ampere Strom drauf. Und starten. Ihr seht jetzt, er zieht nun 2 Ampere raus. Da vorne gibt er 6, 47 Watt rein. Ich gehe da mal auf eine gerade Zahl, damit wir das besser ausrechnen können. Ich gehe hier auf 50 Volt hoch. Jetzt haben wir 50 Volt. Da gehen 46,6 Watt raus. Und hier haben wir 37,8 Watt, die hier ankommen. Jetzt können wir das schnell ausrechnen. Ich habe das nun mal ein bisschen ausgerechnet. Wenn wir von 50 Volt auf 18,7 Volt runtergehen, gibt das ungefähr eine Effizienz von ungefähr 80%. Ihr seht hier 67 Watt und hier haben wir 52 Watt bei nun 2,8 Ampere, die ich ziehe. Wenn ich da natürlich weniger gebe, ich habe es versucht mit diversen Eingaben, sind ungefähr immer um die 80% von der Effizienz. Was auch gut ist, wenn ich zu viel Power drauf gebe, wir nehmen jetzt hier zum Beispiel mal 3,3 Ampere, 3,3 Ampere, der geht auch nur bis 3,3 Ampere, aber mit den Verlusten, die Widerstände, die wir in den Kabel haben, wird wahrscheinlich das Maximum wahrscheinlich irgendwo um die 2,8, 2,9 Ampere sein. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir dem 3,3 Ampere geben. Ja, der schaltet sich sofort ab. Auch noch ein nettes Feature, der macht den Ausgang zu, wenn zu viel Last hinten dran hängt. Ich habe noch das Multimeter angeschlossen, um zu schauen, wie stabil die Ausgangsspannung ist, aber die ist ziemlich stabil. Ich belasse den nun schon seit etwa 10 Minuten mit 2,9 Ampere bei 18,7 Volt, die ich hier Ausgangsspannung habe. Ich schaue mal schnell, wie warm das Teil ist mit der Wärmebildkamera. Also das ist stabil bei ungefähr 39 Grad. Die Problematik mit diesen Schaltnetzteilen könnte sein die Effizienz, dass sie vielleicht nicht sehr effizient sind, dass die eventuell warm werden oder vielleicht eine instabile Ausgangsspannung haben. Bei diesem funktioniert das jetzt zwar wunderbar. Finde ich sehr interessant. Gebt doch gerne einen Kommentar ab, wenn ihr einen Grund findet, warum dass man das nicht machen sollte. Ansonsten, wenn ihr solche Videos mögt, gebt mir doch einen Daumen hoch, abonniert mich. Ich werde immer wieder solche Sachen testen. Unterstützt doch meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.